Hi zusammen, Hannes hier auf der IFA am Lenovo-Stand und ich habe hier vorhin mal das Lenovo ThinkPad Yoga 460, jetzt das neue Modell mit 14 Zoll Display. Und ja, schauen wir uns einfach mal fix an. Die Yoga-Serie kennen die meisten wahrscheinlich schon, bekannt durch eben dieses 360 Grad knickbare Scharnier. Also sprich, man kann es da hinten klappen, kann es auch als Tablet benutzen, das ist soweit also kein Problem. Dann haben wir die berühmte ThinkPad-Tastatur im Chiclet-Style, wir haben mit Trackpoint hier oben, Ultranav-System natürlich, Touchpad dabei. Und ja, schauen wir uns mal rundherum. Wird jetzt hier ein bisschen kritisch mit der Sicherung. Wir haben hier einmal einen HDMI-Anschluss, wir haben einen Kensington-Lockport, einen Mini-Display-Port, USB 3.0, zwei nebeneinander, wo jetzt hier auf die Sicherung hängt, ist nämlich auch einer. Wir haben hier den die Lautstärke-Wippel-Power-Button. Und ja, an der Front ist nichts weiter. Und auf der rechten Seite haben wir einmal den Poweranschluss, sprich Stromversorgung. Wir haben den OneLink Docking Port für eine Docking Station. Noch ein USB 3.0 Headset Anschluss, also Kopfhörer und Mikrofon kombiniert. Ein SD-Karteneinschub. Und das war's auch schon ansonsten von den Anschlüssen her. Ja, die Ausstattung ist natürlich jetzt auf neuesten Stand der Technik, sprich 6. Generation Intel Core i-Prozessoren bis hin zum Core i7. Windows 10 ist natürlich mit drauf, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, 1 TB HDD. Also man kann wirklich so ziemlich alles damit anstellen. Das Display ist auch bis zu einem WQHD-Display auswählbar, sprich 2560x1440 Pixel. Kannst natürlich auch Touchscreen, IPS. Und ja, was auch noch eine Besonderheit ist, muss ich ihn gerade mal suchen. Irgendwo versteckt sich hier, da ist er. Wir haben hier nämlich noch einen Stylus mit dabei, sprich handschriftliche Notizen, auch kein Problem. Und das ganze, Stylus hat seinen Akku direkt integriert, sprich er wird hier auch direkt geladen, wenn er ins Gerät eingesetzt wird. Finde ein schönes Detail, weil darauf achten die wenigsten, dass eben dieser Stick auch immer geladen sein kann, dieser Stylus. Und ja, gut, dann soviel erstmal zum ThinkPad Yoga 460 und bis zum nächsten Mal.